Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Super Luigi Galaxy. Ja, der letzte Part ist ja nicht so gut gelaufen, aber ich denke, dass es diesmal weit besser wird. Hey Todd, gib mir mal deinen Brief. Hier ist ein Brief von Prinzessin Peach. Ach ja, schon oft genug vorgelesen, glaube ich. Nanu, er ist an Mario adressiert. Luigi, lass ihn nicht unterkriegen. Wow, 20 Einabpilze. Das ist geil. Aber naja, war ja bisher immer so, ne? Aber trotzdem, ein bisschen viele. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, es waren bei Super Mario Galaxy deutlich weniger. Naja. Auf zum Badezimmer. Was haben wir alles noch erledigt? Jetzt die letzte Galaxie in dieser Galaxie vor der finalen Galaxie. Kampffelsengalaxie. Ach ja, die, es geht so. Weder schwer noch einfach. Da ist nur ein Stern später, aber erst, und der ist schwer. Deutlich schwer. Ups. Blöde Kamera. So, ja, so gut sein. Riesenfestung aufgetaucht. So. Ja. Wow. Egal. Ist ja nicht so wichtig hier. Es geht ja nur darum, Sternteile einzusammeln und diese blauen Dinger. Ja. Die verschwinden ja. Nein. Die drehen sich nur. Hopp. Beyblade. So, hier lang und da, hier lang. Schwebe. Ja, ich glaube, ich habe schon genug darüber geredet, was Super Mario Galaxy eigentlich ein gutes Spiel ist. Sehr gutes Spiel. Ich habe es ja erst seit kurzem, was ich auch schon gesagt habe, glaube ich. Oh Gott, mir gehen das so die Gesprächsthemen hier gerade aus, muss ich sagen. Egal. Dieses Spiel ist übrigens tendiert aus einem früheren, wie soll ich sagen, Mario-Spiel, was damals für den GameCube angekündigt wurde. Irgendwie Mario 128, glaube ich, so hieß das. Das soll eher ein Spiel mit ganz vielen Marios oder so sein. Das sollte der Nachfolger von Super Mario 64 sein. Danach wurde eben Mario Sunshine angekündigt, aber es sollte nicht das sein Dingens, was sie damals gezeigt haben. Das ist was ganz anderes gewesen, Mario Sunshine. Und Super Mario Galaxy soll eben dieses darstellen. Also, dieses Mario 128 war eine frühere Version davon, von Super Mario Galaxy. Interessant, nicht wahr? Uah. Und wie gesagt, hiervon gibt es eine Hardcore-Version. Ich frage mich echt, wie das Spiel ausgesehen hätte. Ich hätte es wahrscheinlich nicht toll gefunden, weil es einfach nur, das bestimmt kein so ein sternendes Spiel, sondern einfach nur so ein Abklatsch wie Super Mario Ball, was für ein Game Boy Advance erschien. Ja, es gibt da so ein Spiel. Wusste ich auch nicht, erst als es in den Nintendo eShop erschienen ist. Okay, jetzt ist das sehr einfache Stern. Zu einfach, würde ich sogar sagen. Ja, komm her, hallo. Ah, Mann. Dich möchte ich gar nicht. Ich möchte erstmal das hier kaputt machen. Na los. Ach, komm schon. Komm.
Komm her. Ja, genau in der Richtung. Bäm. Das Let's Play läuft nicht gut zurzeit, muss man sagen. Deswegen versuchen wir von Good Players, weil mehrere Let's Plays von uns halt nicht ganz gut laufen, was daran liegt, dass die Partzahl langsam höher steigt und wohl auch ich nicht machen. Jedes Mal sofort auf einem Part, also klickt, obwohl man die anderen Parts nicht gesehen hat. Also und die Fans, die unsere Parts sehen, werden schon viele von unseren anderen Parts gesehen haben. Also das ist, denke ich mal, der Grund, warum wir das Play zur Zeit zacken. Und um das wieder ein bisschen auszugleichen, also versuchen wir jetzt mehr Comedy-Videos zu machen. Da kommt Herr Kanon. Was wir aber schon in der Good Players Direct gesagt haben, wenn ich mich nicht irre. Damit auch... Ach komm schon! Ja, 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 du kriegst doch die Kurve. Ja komm. Perfekt. Damit auch unsere Displays wieder gut laufen. Die nächste Good Players Direct wird aber noch einiges auf sich warten lassen, weil wir sehr viel für die Zukunft angekündigt haben und ja, eben sehr viel für die Zukunft angekündigt haben. Und deswegen es bald nichts mehr anzukündigen gibt fürs Erste, ne? Auch wenn das, finde ich, zumindest schön inszeniert war. Ja, ja. Oh Mann. Bin ich gerade unterhaltsam. Schleich dich in die Riesenfestung. Schleich dich. Das ist doch da. Wenn ich mich nicht irre, ist das doch eine Verniedlichung von... Na, sag ich jetzt nicht. Komm her, meine Sternteile. Wir sind wieder im selben Ort wie am Anfang der letzten Mission. Aber jetzt scheinen hier Bob-Oms zu liegen. Gute Idee. Zumindest keine schlechte. Da rechts ist eigentlich auch noch eine. Oh oh, nein, 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 geh hier lang, geh hier lang. Ja, komm, komm, treff, treff, treff noch. Ja, gut. Alles gut. Das sieht aber komisch aus. Oh, warte. Willst du das, was ich glaube, was du willst? Oh oh. Ich hätte auch noch das andere zerstören sollen. 30 willst du, ich habe 18, na. Nee, ich habe keine 30. Ich habe eine Vermutung, wo ich die herkriege. Aber dafür... Ja, wie soll ich die jetzt herkriegen? Wie soll ich jetzt bitte schon das Ding hier öffnen? Hä? Entschuldigung Leute, ich weiß gerade nicht Bescheid. Ah! Gut versteckt. Ich muss schon sagen. Nein, nicht so weit weg. Bitte, bitte, bitte. Ja, gut. Und jetzt gebt mir eure Sternteile, ihr Dinger. Mehr. Das reicht. Gott, jetzt zerstöre ich die hier noch. Im richtigen Zeitpunkt noch. Wenn ich mich nicht irre, sind alles zerstört. Ja. Jetzt habe ich genug. Warte, ist da oben noch einer? Nein. Der arme Luma, der wird jetzt noch eine Weile dort verweilen. Tut mir leid. Ein neuer Planet wurde geboren. Okay, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, oder? Doch kann ich. Und ne, das blöde Telefon. Egal.
Das ist eine Sackgasse, du bist in der Mülldeponie. Aber wer, jemand hat hier nicht brennbaren Müll hingeworfen. Wenn ich dir Mittel gebe, machst du dann hier sauber? Na klar. Oh, danke, danke. Oh ja. Mal wieder eine schwierige Stelle. Etwa hier sollte einer hin. Vielleicht hier einer. Einer sollte vielleicht da. Einer da. Einer da. Einer da. Bitte, bitte, lass es klappen. Das sieht ein bisschen, naja, nicht danach aus. Bitte, bitte. Nee. Ich war auch nah dran fürs erste Mal, oder? Ach Gottchen, das wird schwierig. Na klar, helfe ich dir. Okay. Erstmal ein Ding ins hier. Schon mal, sieht schon mal schlecht aus. Eins hier. Ja, schon mal wieder gut gemacht. Eins hier. Eines hier. Und das letzte. Hier. Jetzt sollte es klappen. Komm schon, beeil dich mit den Explodieren. Ja, beim zweiten Versuch. Vielen, vielen Dank, es ist schön sauber. Ach übrigens, ich habe das hier gefunden, nimm es bitte. Die Sache ist die, wenn die Bomben nicht explodieren, dann, also vorher, bevor die Zeit abgelaufen ist, ich brauche insgesamt 10 Sekunden, dafür ist mir aufgefallen. Dann, naja, hat meine Stelle auch nicht gewonnen. Und das, deswegen ist das Spiel auch ein bisschen unfair. Ja, deswegen das Spiel. Übrigens, diese Vögel, die ihr schon seit ganzen Let's Plays hört, die nerven mich den ganzen Tag. Ich möchte ja auch was für dich abgeben, aber PPP, boah, meine Eltern finden das auch noch toll. Und man findet keinen Schlaf mehr, ne? Egal, Kampfhelden, Galaxie, nächster Stern. Waren richtig aggressiv. Piep, piep, piep. Boah. Schleiche ich in der Riesenfestung. Was haben wir eigentlich gemacht? Die Mülldeponie der Riesenfestung, okay. Egal. Machen wir wieder dich leicht dich. So. Hopp. Aber wenigstens konnte ich gerade ein bisschen Skill beweisen. Mann, egal. Das ist mir zu nervig. Ups. Nein. Diese blöde Antigravitationssteuerung. Aber wenigstens liegt es hier eine Bombe, oder? Geil. Wenn es jetzt eigentlich keine Absicht war. Na los. Ja. Und schon sind wir wieder an der Stelle, wo wir letztens waren. Hilfe. Okay. Jetzt nehmen wir hier eine Bombe. Ja, wir holen uns erstmal wieder den Stern. Denn wir brauchen Sternteile. Eine Menge. Oh, das wollte ich nicht. Jetzt hat den Weg frei räumen, jetzt haben wir freie Fahrt. Sternteile gibt es hier auch. So. Ist irgendwann netter, wenn ich verstehe, eigentlich nicht reinkommen. Jetzt können wir dich hier befreien. Danke, hier, das ist für dich. Verwandelung. Okay.
Wow. Oh oh. Erinnert euch das auch an was? Nee. Nee. Okay, Leute, bete, dass das nicht wieder genau so endet wie im letzten Part. Also damals. Nee, ich glaube, es ist deutlich einfacher. Ich bin ja auch nicht schlecht darin, ich habe mich nur ungeschickt angestellt. Ich werde euch mal was zeigen, um es zu beweisen. Seht ihr? Ich mache sogar Abkürzungen, damit ihr das Spiel gar nicht vorher sieht. Also das Spiel eigentlich gar nicht machen, also das Spiel das überhaupt machen soll. Egal. Okay, wo bin ich hier nicht sehen gelandet? Egal. Hopp, 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 hopp. Münzen. Achtung. Okay, jetzt können wir glaube ich gerade. Nein, 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 wir gehen jetzt nicht in der Röhre rein. Was soll das jetzt? Ey! Ich will da rein. Da kann man nicht hoch, oder was? Verstehe ich nicht, aber okay. Und was ist das? Ein riesiges Sternteilfragment? Geilo. Also wenn ich eins jetzt machen soll, dann wahrscheinlich das hier. Wer hätte es gedacht? Nein. Ja, ich dachte, ich müsste B dafür drücken. Ach, A. Gern geschehen. Okay, der hat jetzt hier einen Sternring für uns bereitgestellt. Allerdings nicht für uns, obwohl er es eigentlich hätte machen können. Was auch immer daran jetzt so schwer war. Egal. Öffnen wir jetzt hier diese Seite. Und zielen auf den Sternenring. Das heißt, okay. Die Explosion, keine Ahnung, wo das herkam. Vielleicht durch den Bob, um der noch lag. Hopp. So. An den Abschnitt wird jetzt nicht interessiert. Oh, nicht schon wieder. So etwas easy. Stern erhalten. Yay. In der Kampfphase Galaxie. Neue Sternteile. Und speichern wie immer. So. Es gibt da noch ein Stern? Okay. Dann machen wir jetzt, ich sag mal, einen Kampffelsen-Galaxie-Part oder was? Na gut. Die Bedrohung. Ich habe ja eine Anspielung auf Star Wars. Ach, das. Das ist einfacher als die Polizei erlaubt. Egal. Hopp. Warum habe ich das dumme... Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass Baby sich immer was abgeguckt hat. Aber ich glaube... dass es nicht so ist, denn es gab eben schon in den 90ern. Also ganz, ganz früher gab es das schon. Hopp.
ob ihr es glaubt oder nicht. Dieses Spiel ist ja 2007 erschienen, also könnt ihr euch denken, dass ich halt kein Beispiel genommen habe. Hm. Bäm, das sieht einfach klappen, ja. Komm! Das Ding ist nicht kaputt gegangen? Doch, ne? Vielen, vielen Dank, zur Belohnung zeige ich deine Abkürzung, Verwandlung. So, in den Maxi-Pilz geholt. Und was ist das hier? Vor allem, wie man diese Maulwürfe hier besiegt. Ich habe wirklich keinen Plan, wie das geht. Ne, keine Ahnung. Was? Ich hab eine Ahnung. Aber ist es zu spät? Ich glaube, man muss in der Nähe von denen eine Stampfattacke machen. Das hatten wir doch auch schon mal, oder? Egal. Komischerweise kann man die Blöcke in diesem Spiel nicht mit einer Stampfattacke treffen, was ich sehr seltsam finde. Aber lasst die Entwickler doch machen, was die wollen. Ist ja nicht sonderlich schlimm. Oder? Ist das schlimm? Hä? War doch gerade eindeutig in der oben Schwerkraft, oder? Ja, jetzt aber. Haben wir ja eigentlich schon die Kometenmünze gefunden? Diese Frage habe ich mich gerade, wo die ist. Haben wir die schon gefunden? Boah, piep, die Uhr. Ja, tatsächlich sogar eine Vogeluhr. Zu jeder vollen Stunde macht piep. Boah, Leute, seid froh, dass ihr nicht bei mir wohnt. Das ist eine Qual. Hier oben gibt's nichts. Ne, hier ist kein... Ach warte, was laber ich denn da? Im ersten Mal gibt es sogar keine Kometenmünze. Sorry, aber liegt daran, weil ich zur selben Zeit gerade auch ein bisschen Super Mario Galaxy 2 spiele, einfach als Vorbereitung, weil es wohl irgendwann auch mal Let's Play wird, denke ich mal. Das werde ich wahrscheinlich schon ahnen. Allerdings nicht so den Zeitpunkt, wo ihr glaubt, dass es Let's Play wird, das kann ich auch gleich schon mal sagen. Okay, du bist doch noch sowas gut, Block. Puh, hier geht's nämlich lang. Finden uns hier gerade in so einer Zentrale? Oh Mann. Naja, im nächsten Part machen wir an das zweite Schloss von Bowser und das wird doch mal spaßig, da bin ich mir sicher. Vielleicht wird es auch ein bisschen das Display pushen. Okay. Nein, nicht reinkommen. Ich habe doch gesagt, ich nehme noch auf. Tschüssi, geh ruhig schwimmen. Schrecklich. Immer wieder. Hopp. Okay, was ist jetzt los? Ich meine, reich ist nicht, dass ihr meine hätte sich mal einmal ruhig verhalten können. Geht das nicht? Naja. Okay, ich glaube, wir müssen uns jetzt zu den roten Dingern packen. Oh, nee, es reicht eins. Ja, stimmt. Einfach. Inversion der Kreise, so wie es aussieht. Oder oh. Bevor ich in der Schwerelosigkeit lande. Alter, warum explodiert immer alles? Ah, das kommt mir vor wie Aliens-Dinger. Aber sind wir ja nicht Aliens? Ich meine, wir sind doch aus einer anderen Galaxie. Eigentlich sind wir Aliens. Lol.
Also die Existenz davon, wenn auch. Wenn. Ja, ist ja so, ne? Egal. Wir brauchen jetzt keinen Kraftpilz, denn wir haben noch einen. Edge. Und ich denke, dass wir es auch beim ersten Mal hier schaffen werden. Sonst bin ich schlecht. Hier ist er, der Edrego von Super Mario Galaxy. Ne. Obwohl man es so ähnlich nennen kann. Einfach mal drauf springen. So. Und springen und schleudern, das ist alles einfach, ne? Ich suche dann noch seine Freunde. Aber die können wir auch noch wegschleudern. Und jetzt komm her, du. Bam. Wie einfach diese Minispiele, also diese Bosskämpfe sind das. Ich sag's doch sogar schon Minispiele, dass sowas nicht gut ist. Das fordert einen ja gar nicht. Aber das kommt noch. Das kommt noch, Leute. So, Stern erhalten. Und ich würde sagen, das war's für diesen Part. Speichern wir immer. Tschüss dann.